Nee! Nee! Guten Morgen und willkommen zurück zu unserer SCB-Saison und willkommen somit zu Spiel Nummer 5. Und heute ist wirklich Morgen, wo ich das Ganze aufnehme. Es ist Sonntag, morgen am 8. Ich bin erst gerade aufgestanden und ob das eine gute Idee ist für ein Match, wo an sich ein entscheidender Match könnte sein, beziehungsweise es ist ein entscheidender Match. Denn wenn wir den Match heute gewinnen, dann sind wir tatsächlich Schweizer Meister. Und sollte das ja passieren, dann ist die Saison logischerweise vorbei und nachher muss etwas Neues gehen. Schon beim letzten Video habe ich euch darum gebeten, mir in den Kommentaren Vorschläge hineinzuschreiben, was ihr möchtet als nächstes sehen, ist ein altes Format, das zurückkommen soll oder sonst irgendetwas. Das Einzige, was richtig zu beachten gilt, das ist, dass keine weitere Saison gerade anschliessend kommen wird. Und somit bitte dich nochmal, bitte euch alle nochmal zu kommentieren mit euren Vorschlägen für das, was nachher kommen soll. Aber jetzt volle Konzentration auf den Match Nummer 5, auf allenfalls der letzte Match überhaupt von dieser Saison. Und damit die Konzentration auch wirklich da ist und nicht verpufft, starten wir jetzt direkt rein in die Action. Los! Gott! Ach du Scheiße, es könnte wirklich das allerletzte Match sein überhaupt von unserem SCB unter Wang. Klar, ist der wieder nervös und selbstverständlich verliert er auch wieder das Bulli. Da das ja das allerletzte Video sein könnte, hauen nochmal euren Support aus. Wir brauchen den, denn wir müssen jetzt gerade wieder in Unterzahl spielen. Außer wir sollten da ein Goal kassieren. Und wir kassieren es direkt wirklich. 0-1 im Rückstand. Nein, Mann, ey. Jetzt eskalieren mit eurer Motivation, mit den Likes, damit wir auch den Sieg wirklich noch holen. Jetzt kriegen wir hoffentlich die Chance, um mal einen Angriff zu fahren und allenfalls auch gerade direkt den Ausgleich zu erzielen. Nein, nicht, wenn ich so blöde Art abzeuche. So, aber jetzt mit dem Angriff kommt Schieber kommt über. Ja, mit Glück wahrscheinlich auch noch bei uns. Jawohl, sehr schön. Ah, Pass. So, und jetzt Schuss. Nein, der Goalie pariert. Jetzt aber komm. Jawohl, Schieber kommt über. Zack, ja, sehr schön. Und jetzt Querpass und kein Goal, nein, Mann. Aber wenigstens können wir jetzt immer wieder mal angreifen. Ja, komm. Okay, passen. Und jetzt ein Schuss und Goal. Jawohl, jawohl, wir haben Verwirrung. Vor dem Goal können ausnutzen und da ist der Ausgleich zum 1-1. Achtung, Achtung, Jürg. Gegner kommt. Kommt sehr gefährlich, aber wir... Nein, scheiße, Strafe wieder gegen uns anzeigt und das mal pariert mit Slickins. Nein. Oh, wuh. Scheiße, Überzahl. Oh, schön blockiert. Komm, komm. Nein, scheiße, wir kriegen Schieber nicht. Nicht noch schiessen lassen. Ja, nicht schiessen lassen. Ja, nicht schiessen lassen. Sehr schön verteidigt und da ist die Rede. Erstes Drittel ist vorbei. Scheiße, der hat uns vernascht. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Wichtiger und guter Safe jedoch. So, wir sind gegen schon ein Drittel drin. Es ist viel Verkehr. Das sollten wir doch können ausnutzen. Aber wir nutzen sie nicht aus, wenn der Goalie pariert. Aufgepasst. Los an Kund wieder. Los an Kund wieder. Sehr gefährlich. Und der Merzlikins hat die Scheibe noch. Jawohl. Das Los an lässt mich nicht mehr Führung kommen. Und selber kommen sie immer wieder gefährlich. Führung. Aber wir haben den Merzlikins. Jawohl. Und jetzt haben wir die Scheibe. Komm schon, jetzt eine Führung. Zack, jawohl. Komm schon, abdrehen. So. Und jetzt, ich weiß nicht, was machen. Da passen wir. Ah, komm, einfach mal schiessen, dann abprallen. Komm schon. Nein, Mann, nein. Nein. Nein, nein, nein. Wieso? Wieso kassieren wir so einen Konter? Und jetzt steht es 1-2 für Lausanne. Scheiße, Mann. Wir werden aber in diesem Match wieder zurückkommen. Wir holen uns wieder den Ausgleich. Auch wenn wir ein bisschen länger darauf warten müssen, wir werden nach uns holen. Das Wichtige ist einfach, jetzt kein Goal kassieren, sondern selber ein Goal auch zu schiessen. Und das machen wir, das machen wir. Und wie wir das machen, jawohl! Perfekte Querpass kommt, Schuss ist da und somit auch das Goal zum 2-2. Wir sind im allerletzten Drittel und wird es auch wirklich das allerletzte Drittel sein oder nicht? Das Ganze wird sich noch zeigen. Wir können jetzt auf jeden Fall Powerplay spielen, was sehr gut und verdammt nice könnte sein. Nein! Nein! Oh, oh mein Gott, zum Glück verzeugt, ey. Was ist das jetzt gewesen, ey? Komm. Gerade Goal machen. Nein, Scheiße, der andere leitet sich in den Weg. Er leitet sich einfach rein, ey. Kommt, Jungs, kommen, kommen, kommen. Wir müssen das herkriegen. Jawohl, sehr schön. Jawohl, und jetzt kommt der Pass und jetzt kommt das Goal. Nein, der Goalie pariert. Aufgepasst, aufgepasst. Nein, nein, kein Goal, kein Goal. Oh, schön, dazwischen, ey. Aber sie bleiben immer noch an der Scheibe. Jetzt haben wir sie. Komm schon. Nein, Fehlpass. Wir brauchen ein Goal, wir brauchen ein Goal. Und da kommt's, kommt
doch, nein, wieso kommt kein Goal für uns? Scheiße! Die letzten 20 Sekunden laufen, wir können angreifen, wir können sogar noch überzahlen spielen. Da kommt der Pass und da kommt der Schuss und das wird der Siegestreffer, hoffentlich sie. Oh mein Gott, in den letzten paar Sekunden kriegen wir tatsächlich einen Angriff in Überzahl. Wir können mit dem klassischen Querpass hier eine riesen Chance generieren und sie wird verwertet zum 3:2. Habe ich gerade gesagt, generieren, ich meine natürlich kreieren. Und jetzt müssen wir hoffen, dass der Gegner keine Chance sich kreiert, sondern wir ins leere Goal. Eine Kiste machen mit Inti Pestoni, machen wir das auch. Das entscheidende 4:2 ins leere Goal. Das war's eben. Wir sind Schweizer Meister. Wir sind Schweizer Meister. Das ist es. Das ist es, Jungs und Mädels. Das ist es. Und die letzten 4,5 Sekunden lange den Controller einfach nicht mehr an. Da haben wir eh gewonnen. Wir haben eh gewonnen. Wo ist die Sirene? Da ist sie. Jawohl, wir sind Schweizer Meister. Der SCB hat es geschafft. Wir sind Schweizer Meister. Saison 2020-21. Ach du meine Fresse. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den ersten Match verloren. Und nachher haben wir jeden Match gewonnen in dieser Serie. In der finalen Serie. Hey, meine Güte, wie geil ist das? Richtig geil. Und bitte jetzt eskalieren mit euren Kommentaren, mit den Likes, teilen das Ganze, wo auch immer. Wir müssen wieder zurückkommen zu alter Stärke auf dem Kanal. Und wenn nicht jetzt, wenn dann. Und natürlich ebenfalls, wenn nicht jetzt, wenn dann, da für euch nochmal der Playoff-Baum, wo ganz schön am Schluss der SCB ist. Also wir als Sieger, als Schweizer Meister. Das ist richtig geil, ey. Es gibt natürlich noch mehr Statistiken als nur der Playoff-Baum und da haben wir von den Playoffs für uns Statistik. 13 Spiele, 12 Siege, 1 Niederlage, das ist die eben gegen Lausanne. 53 Goal, das heisst 4 Goal im Schnitt. 31 Goal kassiert, das heisst 2,3. Das sind 2,4 Goal im Schnitt kassiert. Ja, und die anderen Sachen, ja, nicht vorlesen, könnt ihr euch anschauen. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Und genau so nice sehen natürlich auch die Statistiken für unseren Spieler aus und der beste Spieler von den Playoffs ist der Timo Meier mit 18 Punkten. Und direkt hinter ihm mit 15 Punkten ist der Pestoni. Dann kommt der Haas und der Brighton Britain mit jeweils 14 Punkten. Und erst dann kommt unser Starspieler, der Aleph Wang, mit 12 Punkten. Ja, und die nächsten Spieler gehen ja auch so durch. Richtig, richtig geile Zahlen, die unsere Spieler an den Tag legen. Und natürlich dürfen wir auch unsere Goalies nicht vergessen. Mert Slikins und der Johnson, die richtig geile Leistungen jeweils gezeigt haben. Und das widerspiegelt sich hier auch wieder. Siehst, anhand der Statistiken von ihnen. Einmal mehr muss ich sagen, es ist einfach nur nice. Aber so nice das alles auch ist, irgendwann hat alles Schöne ein Ende und somit auch die Saison. Wir können sie beenden als Schweizer Meister und somit beenden wir auch das Video. Das letzte Video von der SCB-Saison. Wir beenden als Schweizer Meister. Macht das Ganze irgendwie Sinn. Von der Satzstellung her, ich weiß es nicht, aber was Sinn macht, ist dir Dankeschön zu sagen für deinen Support, für die ganze SCB-Saison und hoffentlich auch noch für die zukünftigen Videos, die hier auf meinem Kanal kommen werden. Du merkst es, das ist die Abschlussrede von diesem Video. Ich bin somit raus, danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!